Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich einen Hirschrücken auslöse und zuschneide. Schauen Sie, dass es wirklich so schön pariert ist. Das ist ein wunderschönes Stück. Mir gefällt es einfach so, wenn es das ist bei meines Glaubens noch perfekt. Ich zeige Ihnen das in der Anleitung, wie das für Ihnen verständlich erklärt wird, wie Sie das nachvollziehen können und auch machen können. Also Filet, gell? Das zeige ich Schritt für Schritt, wie ich das mache, damit es so ausschaut, ohne viel Zeitverlust und Abfall. Einfach wunderbar, weil mich freut schon, wenn ich so fleischig kriege, ich da bitte Hunger drauf. Legen wir los, den Hirschrücken. So ist ein Hirschrücken, den Sie höchstwahrscheinlich, wenn Sie einen Hirschrücken vom Jäger kriegen, wird er so ausschauen. Das erste schneiden wir das Filet aus. Da habe ich leider schon angeschnitten, das zeige ich Ihnen jetzt nicht, das habe ich leider vorher schon gemacht. Beim Filet ausschneiden nehmen wir das Messer. Schön am Knochen entlang. Da sind die Wirbel. Schön entlang. Die kurzen Lendenwirbel. Schneiden einfach so aus. Am Knochen. Jetzt haben wir das Filet. Dann drehe ich den Rücken her. Was dann oft ist, das ist das da ein Ding drin ist vom Schulterblatt, der Knorpel. Den schneiden wir gleich aus. Schön knapp ausschneiden. Auf der Seite das gleiche. Jetzt, da war der Träger, da waren die Keulen. Jetzt schneiden wir, das Rückgrat ist da. Da sehen Sie das. Da schneiden wir entlang, auf beide Seiten. Schön am Knochen entlang. Jetzt schneide ich da. Da sind die. Da machen die Wirbel so eine Kuhblase. Da schneide ich einfach drüber. Die können auch so drüber schneiden, das ist wurscht. Das bisschen Fleisch, was da drauf bleibt jetzt, das ist komplett egal. Da schneide ich es noch sowieso weg. Das. Dann haben wir das da. Und jetzt schneiden sie da den Rippenbogen entlang. Was nur wichtig ist, dass man schaut, dass man bei die. Wenn der Rücken keine Schnitte reinmacht. Und da hinten sind wieder die kurzen Lendenwirbel. Ein Schnitt drin. Jetzt machen wir die andere Seite noch. Und da hinten an die kurzen Lendenwirbeln. Schauen wir, dass man keine. Wenn man jetzt den Knochen anschaut, es ist da nicht viel Fleisch drauf. Da machen wir noch einen Schnitt her. Sie können den Knochen nachher für wenn Sie eine Soße machen wollen, verwenden. Aber ich werde ganz ehrlich sagen, in der Regel werden sie weggeschmissen. Wichtig ist, Sie brauchen ein scharfes Messer und etwas längeres. Ich habe ein starres Messer, fühle ich immer flexibles, das ist eine Geschmackssache. Aufpassen ist, dass man da hinten anschneidet, weil da reißt es gerne ein. Da schneiden wir gerade. Das reißen wir jetzt aber. Schauen Sie aufpassen, dass der Rücken nicht eingerissen wird. Da reißt es gerne ein, da muss man ein bisschen aufpassen. Schneiden wir weg. So. Was da noch ist, sehen Sie diesen Muskelstrang? Ich habe früher dabei gelassen. Ich schneide ihn jetzt immer weg. Wenn es drauflassen, ist es auch nicht schlimm, aber. Das wäre beim Rind, wäre das der Rostbraten oder neudeutsche Ribeye. Dann schneiden wir das so weg. Das sind wir für Schierfleisch. Jetzt beim. Da schneide ich die grobe Sehne ein bisschen weg. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme die Mitte vom Rücken, schneide rein und ziehe das Messer nachher so durch. Da ist ganz ein bisschen ist drauf geblieben, da schneiden wir weg. Und hinten ist auch mal ein bisschen, wo was drin ist, da schneiden wir weg. Schneiden wir das
das gerade. Dann ist da immer, schaut's, nur wieder so um. Dann stelle ich da noch die Das ist jetzt die Bindehaut, da ist wirklich nichts so drauf. Sehen Sie, das ist die reine Haut. Da ist jetzt ein bisschen drauf geblieben, wenn das passieren sollte, ist kein Problem. Das stellt man so. Jetzt stellen wir das andere weg. Schauen wir mal die Haut. Wie gesagt, da reißt es gerne ein, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das da nicht zu wild macht. Dann legen wir das da her. Das ist ein bisschen Hals, das nehmen wir jetzt fürs Gulasch. Das nehmen wir aber. Schierfleisch. Mitte vom Rücken, Messer. Schwanz. Da stellen wir jetzt. Das hier mal ganz sachte ab. Schon schön im Rücken. Und der vordere Teil. Das wird die Haut. Sehr dünn. Da bleibt bei mir meistens ein bisschen was oben, aber das ist überhaupt kein Thema. Das schneide ich so weg. Ganz wichtig ist, dass nichts weghängt. Das kann. Schatz, das haben wir den zweiten Rücken. Das zum Gulasch und das schmeißen wir weg. Jetzt noch einmal. Ich schaue, dass ich da unter reinkomme und auch das überhaupt. Also das Vlies, was da ist.
Schreiber weg. Filet muss man sich aufpassen. Ich schmeiße diese kleinen Dinger weg. Weil das gern beim Aufbrechen, wenn der Jäger so nicht ganz exakt war, dann weiß man nicht, was da war. Gell. So. Das sind die zwei Filet. Schauen Sie, das sind die zwei Filet. Exakt zugeschnitten. Schauen, dass so, dass nichts weghängt. Und das ist der Rücken. Der hintere Teil vom Rücken und der vordere. Wenn es ganz genau ist, können wir das andere wegschneiden. Schauen wir mal, was ein kleines. Aber das ist jetzt schon höchstes Niveau, gell? Das ist, kann man schon. Und so. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.